Hallo Ombres, ja, super toll. Ich habe keinen Bock mehr. Ich habe gerade eine Viertelstunde aufgenommen, bis ich gemerkt habe, dass das OBS gar keinen Bock auf mich hatte. Ja, also da war ich richtig motiviert. Alter, ich panicke gerade so ein ganz kleines bisschen. Ja, auf jeden Fall, ich wurde auf Freddy gebannt. Auf Verdacht. Weißt du, es gibt Leute, die hacken fucking obvious und die werden nicht gebannt, aber Hauptsache, ich werde mal auf Verdacht gebannt. Und was ich absolut lächerlich fand, war, ich habe mit dem Admin ausprobiert, du wirst auf Kyudo für 20 CPS konstant gebannt. Die Peusche jittert schneller. So, und ich verstehe halt auch echt nicht, was die für Missionen bei sowas verfolgen, weil die werden nicht mehr User haben, dadurch, dass sie Leute bannen, weil es ja theoretisch nicht legit sein könnte. Ich glaube, der muss gerade rooten. Ne, der hat nicht gerootet. Der hat nicht. Ja, also, das ist richtig toll. Ich war dann noch auf dem TS im Support. Und der sagt, ich muss dann einen Entbannungsantrag stellen. Und da wird mir dann auf jeden Fall geantwortet. Ach, warte mal, ich war erst mit Axt. Dann als Second Blade, ne? Ich muss dann einen fucking Dings schreiben. Ach, hm. Ich muss dann. Hallo? Ich muss dann einen scheiß Entbannungsantrag schreiben. Ich habe jetzt auch wirklich lange an einem Entbannungsantrag gesessen, der wirklich so aufgebaut war, dass sie einfach nur absolut getriggert werden. Ja. So, danke. Ich hab halt einfach wirklich keinen Bock. Weißt du, du wirst, weil du deine CPS verbesserst, wirst du gebannt. Digga. Ach, es ist halt so lächerlich einfach und. Also, wenn der mich nicht entbannt, dann werde ich mal schauen, was ich mache, weil ich kann euch gleich mal auch ein paar auf ich kann euch gleich mal auch ein paar Szenen einblenden. Also die Typen von Rivi waren richtig motiviert, mich zu triggern. Weißt du, vor allen Dingen, du musst auf Rivi nicht auf dem Server musst du sein, um dich da zu registrieren, damit du auf den TS dann kannst. Sonst funktioniert das nicht. Und es ist einfach so dumm. So, dann war ich nicht registriert, dann hat Tim erstmal drauf gegangen. Dicky, kriege ich mein Swordback? Ach, das habe ich hier nicht gedroppt, das habe ich nur überhaupt geht.
So, und dann fing es schon an, dass der... Lol. Ich wurde gestompt, danke. Ja, also es hat richtig Bock gemacht. Man wird da gebannt, weil die Supporter sich denken, könnte ja theoretisch ein Bann sein. Und es dauert 2 Tage, bis die Dings auf Entbannungsanträge antworten. By the way, ich muss mal echt viel mehr auf die Fire Aspect Axe spielen. Mein Kump ist gleich auch ein bisschen RIP. Und jetzt möchte der noch abstauben, die Idee. Was sehe ich anders? So, also ich muss sagen, ich schau mal, was Revi da macht, aber ich finde es einfach so lächerlich. So, also generell Revi hat sich aber auch einfach wirklich ziemlich dumm angestellt. Damit, ach halt deine Schnauze. Revi hat sich ziemlich dumm damit angestellt, dass sie wirklich so die Hälfte der YouTuber, die es gibt, gebannt haben. So, die hätten nicht so Leute wie bei Quadrix. Also ich glaube, gerade bei Quadrix hat Revi wirklich so den finalen Todesstoß gegeben. Weil Revi hatte bei Quadrix damals gebannt und dann hat bei Quadrix Narrow Space Ultra promoted. Und halt wirklich dafür gesorgt, dass keiner mehr Bock auf Revi hat. Und da hat er halt dann auch wirklich ziemlich viel dazu beigetragen, dass Revi gehatet wird, etc. Aber auch so Sachen, dass die Klickregel letztes Jahr eingeführt wurde und so. Also generell, Revi hat so viel falsch gemacht und aua. Und dann werde ich gestompt, Digi, ich habe keinen Bock mehr. Leute, sagt mir mal bitte eure Meinung. Ich weiß, mein Stream ist wunderschön. Ich bin gerade auf dem Alt, weil ich das gerade auf Kilo ausprobiert habe. Bis dahin. Ciao.